Kathi, meine Nerven liegen blank. Wie sieht es bei dir aus? Meiner auch. Nein, aber ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass wir oder dass das Einsatz jetzt auch gereicht hat und dass wir jetzt im Halbfinale sind. Und ja, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Es war sehr, sehr hart umkämpft. Viele Chancen im Gegensatz zum Hinspiel. Was hast du dir gedacht, hat so manch einer vielleicht dann mal an Pfosten ging oder knapp drüber? Ja, auf unserer Seite natürlich, ja, scheiße, aber wir müssen weitermachen. Und das hat uns auch das Gefühl gegeben, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass nicht mehr viel fehlt, dass der Ball dann auch ins Tor geht. Aber ja, am Ende ist eins reingegangen und das reichte jetzt am Ende auch. Was stand heute auf dem Zettel? Wie seid ihr ins Spiel gegangen? Ja, wir wollen immer gewinnen, egal wie. Und das war heute auch das Ziel natürlich. Wir haben uns jetzt nicht irgendwie darauf ausgeruht, dass das Hinspiel 1-0 für uns ausgegangen ist. Deswegen sind wir wieder voll auf Sieg gegangen. Ich fand, in der ersten Halbzeit waren wir ja wieder mal ein bisschen zu passiv. Da hatten wir auch Glück, dass Paris da nicht so viel aus ihren Chancen gemacht hat. Aber in der zweiten Halbzeit, glaube ich, haben wir ja gut darauf geantwortet. Und ich denke, es ist völlig verdient, dass wir auch in die nächste Runde einziehen. Du sagst es gerade, zweite Halbzeit war deutlich stärker. Was ist da in der Halbzeit passiert? Was wird vielleicht nochmal angesprochen? Ja, wir haben einfach gesagt, dass wir nicht damit zufrieden sind, wie wir gerade auftreten, dass wir viel präsenter sein müssen in den Zweikämpfen, dass wir überhaupt erstmal hinkommen müssen, dass wir viel mehr Druck auf den Gegner ausüben müssen und ja, dass wir es denen nicht so einfach machen wollen. Und ich denke, dass wir es, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht haben. Ja, die Abstände waren ein bisschen kürzer, sodass wir auch viel besser in die Duelle gekommen sind, die wir dann auch angenommen haben und ja, die entscheidenden, denke ich, dann auch gewonnen haben. In etwas weniger als 4 Wochen geht es weiter mit dem Halbfinale, dann gegen Arsenal, wie vergangenes Jahr im Viertelfinale. Was erwartest du da für einen Gegner? Ja, einen brutal starken. Ich denke, man hat das jetzt auch in beiden Spielen gegen Bayern vor allen Dingen gesehen, über was für eine Qualität sie auch verfügen. Und ja, ich finde, sie haben richtig, richtig schönen Fußball gezeigt. Und da wird das nächste Kaliber auf uns zukommen. Und wir müssen weiter an uns arbeiten. Und dann wollen wir natürlich auch Arsenal schlagen. Feli, hart umkämpft das 1:1 heute, aber unterm Strich steht Halbfinale. Wie hört sich das an? Ja, das war, worum es letztendlich ging, die nächste Runde einzuziehen. Und ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, wer wir wirklich sein können. Wir haben in der ersten Halbzeit waren wir nicht ganz so zufrieden. Da haben wir wieder ein bisschen ja, nachlässig gespielt und auch den Ballbesitz nicht so gut ausgenutzt. Aber zweite Halbzeit war dann wesentlich besser. Klar, dass es gegen Ende nochmal spannend wird. Aber letztendlich kann man der Mannschaft heute ein großes Kompliment machen. Ich hatte auf der Tribüne ein bisschen Nervenflattern, als dann der ein oder andere Ball nicht reinging. Wie ist es auf dem Platz? Wie schafft man es da, den kühlen Kopf zu behalten? Ja, klar möchte man, dass man so früh wie möglich den Deckel da irgendwie drauf macht und mit jeder vergebenen Chance. Ja, es ist trotzdem nur ein knappes Ergebnis, aber letztendlich ist es dann eine Mentalitätsfrage, das Ergebnis dann letztendlich auch zu halten und das haben wir heute geschafft. Wie zufrieden bist du? Du sprichst die Mentalität an, auch heute die passende Reaktion gezeigt auf das Spiel gegen Bayern? Ja, es war nicht einfach, gerade nach dem Spiel gegen die Bayern, diesen Schalter auch umzuhebeln. Aber wir haben uns wirklich nochmal als Mannschaft auch zusammengetan. Einen wunderschönen Abend gehabt, auch zusammen als Mannschaft, um uns wirklich auch nochmal diese Situation vor Augen zu führen. Und letztendlich sind das genau die Spiele, die uns weiterhelfen. Und wir haben viel aus dem Bayern-Spiel mitgenommen und auch heute wieder sehr viel mitgenommen und blicken voller Zuversicht jetzt in die nächsten Wochen. Es war auch leidenschaftlich verteidigt. Wie sehr hat euch auch die Kulisse gepusht, wieder im großen Stadion zu spielen? Waren ja auch ein paar Leute da. Ja, am liebsten dürfen noch mehr Leute kommen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also die Leute, die tragen uns hier von Minute zu Minute und das merkt man einfach. Wir spielen wahnsinnig gerne hier in der Volkswagen Arena. Es ist ein wahnsinniges Privileg und je mehr Leute kommen, desto geiler. Und deshalb freue ich mich auf die nächsten Partien hier. Svenny, Champions League Halbfinale, wie hört sich das an? Ja, mega. Also ja, wir haben unser nächstes Ziel, Etappenziel erreicht. Haben, glaube ich, gerade in der zweiten Halbzeit eine unglaubliche Energieleistung wieder abgeliefert. Hätten es, glaube ich, nicht so spannend machen müssen, wenn wir die eine oder andere Chance genutzt hätten. Aber ja, sind jetzt einfach glücklich, dass wir eine Runde weiter sind. Was war das heute? Wie seid ihr ins Spiel reingegangen? Es war ja auch, dass ihr vor dem Spiel auch du gesagt habt, ja, 1-2 Tage war es schon noch im Kopf das Bayern-Spiel, aber heute war das dann die Reaktion, die du dir auch gewünscht hast von der Mannschaft? Ja, absolut. Ich glaube, dass wir aber in der ersten Halbzeit noch so phasenweise immer wieder ein bisschen gebraucht haben, um in unser Spiel reinzukommen, aber auch in der Defensive teilweise noch ein bisschen zu passiv waren. Aber dann, was wir in der zweiten Halbzeit abgeliefert haben, gegen Paris, gegen eine absolute Top-Mannschaft, so viele Chancen erstmal auch rauszuspielen, ist nicht selbstverständlich. Wenn wir sie dann natürlich letztendlich noch genutzt hätten, hätten wir einen entspannteren Abend haben können. Nichtsdestotrotz 1:1, Hinspiel 1:0 gewonnen, eine Runde weiter und alle happy. Poppy, meine Nerven liegen immer noch ein bisschen blank. Wie sieht's bei dir aus?
Ich bin einfach nur glücklich gerade, muss ich sagen. Hätte aber auch nichts dagegen gehabt, wenn ja gerade von mir auch der ein oder andere Ball dann doch mal reingegangen wäre. Vor allem dieser Pfostenschuss, der ärgert mich brutal, weil ich da den Fuß einfach nicht fest genug hatte. Das haben, glaube ich, meine Mitspielerinnen auch gedacht. Aber am Ende bin ich einfach nur froh, dass wir ja das Spiel so ziehen konnten, dass wir in die nächste Runde eingezogen sind. Am Ende war es dann auch sehr leidenschaftlich verteidigt, gemeinsam von allen. Wie zufrieden bist du einfach mit dem gesamten Auftritt heute? Ja, wir hätten natürlich schon das eine oder andere Minütchen noch mal besser Fußball gespielt, noch mal mutiger Fußball gespielt. Das hatten wir uns schon vorgenommen, sind aber dann schon gar nicht so gut gestartet, muss man sagen. Haben aber dann wirklich mit dem Tor ein bisschen uns gefangen, sind ins Spielen auch reingekommen, so um das Tor herum sozusagen, was die Minuten angeht. Mit dem Tor haben wir dann schon wieder fast ein bisschen aufgehört, Fußball zu spielen. Da haben wir wieder nur viele lange Bälle gespielt, sind dann nicht unter den Ball gekommen, haben viele zweite Bälle verloren, wo wir Paris immer wieder haben stark machen können. So. Und das ärgert mich ein bisschen. Aber trotz alledem bin ich froh, dass wir ja, es jetzt geschafft haben, uns wirklich so in dieses Spiel reinzubeißen, wie du gesagt hast, leidenschaftlich auch zu verteidigen, in die Grätsche zu gehen, da nochmal sich reinzuhauen. Das ist dann auch eine gewisse Mentalität, die wir einfach auch besitzen. Und da bin ich froh, dass wir die heute gesehen haben. Du sprichst das Tor gerade an, dein Tor, das dir auch die, auch wenn du sie gerade nicht in der Hand hältst, die Player of the Match Krone überreicht hat. Beschreib mal kurz, es sah wirklich sehr gut aus, das Tor, aber es sah aus, als wärst du ein bisschen gefallen eigentlich gerade. Wie war's? ich habe Feli ja selber rausgespielt, wollte eigentlich erst stehen bleiben und dachte, okay, ich überlasse den Raum quasi für wen anders und habe dann aber gesehen, irgendwie läuft keiner rein, dann dachte ich, okay, setz den Turbo an, hab den Ball dann selbst auch nochmal gefordert und habe im Augenwinkel aber rechts dann gesehen, dass jemand von Paris dann kam und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich, wenn ich normal weitergelaufen wäre, den Ball tatsächlich vernünftig bekommen hätte und dementsprechend bin ich extra ein bisschen in den Ball eher reingegrätscht, also so ein so eine Schussgrätsche, wie auch immer, keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, du nimmst ihn jetzt mit dem Ersten, entweder oder. Und da Boadin ein bisschen weit raus stand, das habe ich tatsächlich auch gesehen, war es am Ende tatsächlich Glück, dass ich ihn so getroffen habe, dass er wirklich hinten dann noch einfliegt. Schussgrätsche hört sich aber sehr gut an. Nehmen wir in den Gebrauch mit auf. Jetzt geht es ins Halbfinale in knapp 3,5 Wochen gegen Arsenal. Kennt ihr schon aus dem vergangenen Jahr? Was kannst du da über den Gegner sagen? Was hat sich vielleicht auch verändert? Gut, es sind natürlich gerade zwei wichtige Spielerinnen im Moment verletzt mit Miet und Miedema. Aber man hat trotzdem deren Qualität einfach gesehen, jetzt gegen die Bayern auch schon. Spielen einen echt guten Ball, spielen gerne Fußball, lassen den Ball gerne von der Mitte dann wieder nach außen spielen. Sind da recht flexibel in ihrem Spiel und da müssen wir uns einfach darauf einstellen. Glaube aber, dass man, ja, wenn man gerade in den Zweikämpfen der Mentalität die Leidenschaft auf den Platz bringt, wie wir es heute auch gemacht haben, dann bin ich sehr guter Dinge, dass wir den letzten Schritt auch für uns gehen können. Tommy, Glückwunsch zum Weiterkommen. Ich glaube, das steht heute über allem. Wie siehst du es? Ja, absolut. Wirklich stolz auf die Gruppe. Ist nicht selbstverständlich, ins Halbfinale der Champions League wirklich auch vorzudringen und dann eben gegen Teams jetzt wie gegen Paris sich durchzusetzen. Bleibt was Besonderes und wir sind da sehr stolz drauf. Es war ein anderes Spiel als das Hinspiel, fand ich. Im Hinspiel sehr chancenarm heute. Denkt man sich, da muss ja eigentlich noch einer mehr reingehen, aber am Ende reicht das 1-1. Wie hast du es empfunden auf der Bank? Ja, ein bisschen wie erwartet. Also klar, in dem Moment, wo wir mit so einem Spielstand reinstarten, ist es einfach so, dass Paris ein bisschen aktiver sein muss, wie vielleicht über weite Phasen im Hinspiel. Und von daher haben wir mehr und mehr auch die Räume bekommen, auf die wir auch spekuliert haben. Auch dann eben mit der Einwechslung von Eva, wo wir dann auch aktiv nochmal reinschießen wollten in die Räume, die sich da öffnen. Von daher haben wir da heute sehr viel richtig gemacht. Ich freue mich für Poppy, die das Tor macht, aber auch vor allem für die ganze Gruppe, weil wir da wirklich sehr, sehr hart für gearbeitet haben. Vor dem Spiel gab es jetzt so einen kleinen Rückschlag im Meisterschaftskampf. Ihr habt gesagt, du und die Mädels, es war schon kurz ein Thema, aber dann abgehakt. War das die gewünschte Reaktion, die du halt von deiner Mannschaft sehen wolltest? Ja, und spielt heute überhaupt gar keine Rolle. Es musste vor dem Spiel schon abgehakt sein, weil sonst kriegen wir so eine Leistung wirklich nicht auf die Beine. Und von daher bin ich da sehr, sehr glücklich, dass wir es heute so auch präsentiert haben, auch nach dem kurzen Rückschlag vom 1-1. Wirklich stabil bleiben über sehr, sehr lange Phasen. Und von daher, das nehmen wir alles mit in die nächsten Spiele.
Jetzt muss ich kurz rechnen, knapp 3,5 Wochen, glaube ich, bis das Halbfinale ansteht. Klar, dazwischen noch Bundesliga, aber es geht wieder gegen einen Gegner, den ihr aus der vergangenen Saison schon kennt. Was erwartest du da? Wieder ein Spiel auf Augenhöhe gegen wirklich viel individuelle Qualität. Es war im vergangenen Jahr schon eine riesen Herausforderung gegen Arsenal. Sie wissen natürlich auch, was auf sie zukommt. Von daher freuen wir uns wieder auf zwei Spiele auf höchstem Niveau.